Spät am Abend, früh in der Nacht, ganz egal. Es ist Zeit für ein Gespräch. Zeit für Sprechplanet. Mit Julian Schlichting. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sprechplanet bei Massengeschmack TV mit einem Gast, auf den wir lange gewartet haben. Wir sind alle Fans von dir, Jasmin Wagner, alias Blümchen. Jetzt darf man dich ja wieder so nennen seit einiger Zeit, ne? Herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich dabei zu sein. Frisch zurück vom Free ESC von Stefan Raab. Da ist meine erste kurze Frage als großer alter Raab-Fan. Wie hat dir die Veranstaltung gefallen? Für mich war es natürlich total schön, mit Gold auf einer großen Bühne auftreten zu dürfen. Mhm. Man muss sich das ja so vorstellen, dass ich ja auch seit über anderthalb Jahren nicht machen kann, was ich möchte. Also auftreten, ja. Lieder singen. Das passiert einfach nicht. Ich meine, ich singe meistens halt jetzt im Auto oder mit, wenn ich in der Küche koche. Insofern war das mega aufregend, dass man halt sagt, boah, jetzt aber mit Tänzern und Choreografie und Lift, das war schon einfach mal geil, auch einfach auf andere Künstler zu treffen. Wir waren ja pickepacke super duper durchgetestet, also 4 Tage vorher PCR, einen Tag vorher PCR, jeden Tag Antigen. Also hatte ich halt auch das Gefühl, ich kann meinen Kollegen so begegnen wie sonst auch immer. Wir waren natürlich schon auch ein bisschen belastet von der Gesamtsituation Unterhaltung. Aber trotzdem war es so, dass ich einfach hingehen konnte und sagte, hey, wie geht's dir denn? Also Sachen, die ich ja auch in meiner Lebensrealität irgendwie lange nicht hatte. Ja. Also Stefan Raab war persönlich da und er hat auch in der Probe kurz mit uns gesprochen. Und Stefan Raab ist auch für mich natürlich auch eine Lichtfigur. Ja. Der begleitet mich ja auch mein Leben lang. Der hat mich quasi mit großgezogen. Mhm. Ich war bei dem ja schon im Interview, als ich gerade angefangen habe mit der Musikbranche. Also der kennt mich, wenn man so will, seit ich 15 bin. Ja. Und du konntest natürlich deinen Song endlich mal einem großen Publikum präsentieren. Also Corona hat ja dein Blümchen-Comeback auch stark gebremst, oder? Das ist sehr direkt da reingekommen. Ne? 2019 hast du wieder angefangen, richtig als Blümchen auf der Bühne zu stehen und dann ging es direkt so Schritte zurück. Aber richtig, ja. Richtig doll doof. Für viele, ich meine, wir haben alle Geschichten zu erzählen, was wir eigentlich machen wollten und dann kam Corona. Insofern will ich natürlich jetzt auch nicht zu viel Mitleid. Aber es hat tatsächlich was verändert. Also mein eigentlicher Plan wäre gewesen, so mein Evil-Plan war, dass ich 2020 Blümchenkonzerte gebe, und zwar viele. Ich hatte 60 bis 80 Bookings. Und dann hätte ich höchstwahrscheinlich gesagt, okay, Blümchen macht jetzt wieder eine Pause und mich meiner neuen Musik gewidmet. Jetzt ist es kurios, weil diese Verträge haben ja noch, die sind ja noch gültig. Das heißt, die sind nachzuholen. Und jetzt werde ich halt zwei Künstler auf einmal sein für eine Weile. Und das finde ich mittlerweile auch ziemlich gut. Ich werde einfach Blümchen-Songs in meinen Jasmin-Wagner-Konzerten etablieren oder umgekehrt. Also die eine Künstlerin wird die andere dann besuchen. Ich gehe damit jetzt spielerisch um. Aber es ist natürlich wie für alle eine Vollbremsung gewesen. Und ehrlicherweise hat 2020 alles in meinem Leben verändert. Also die Person, die jetzt hier sitzt, hat, da ist eigentlich nichts mehr gleich. Also ne, Ehe hat sich verabschiedet. Aber was eben positiv war, ich konnte dieses neue Album schreiben und das hätte ich vielleicht auch nicht in der Gelassenheit und ganz ohne Stress machen können, wenn das Jahr so gelaufen wäre, wie ich es mir vorgestellt habe. Insofern halten wir wieder fest, das Leben ist ständige Veränderung und man muss einfach nur lernen, in Balance zu bleiben und die Wellen zu surfen, wie sie kommen. Aber das jetzt so zu mischen oder mischen zu müssen durch die letzten Monate, ist doch für dich vielleicht auch eine ganz gute Variante, oder? Weil ich habe natürlich über all die Jahre immer so mitbekommen, du wurdest ja ständig gefragt, wann gibt es wieder Blümchen, wann nicht, oder hast dich davon auch oft distanziert, sagst, nee, eigentlich ist die Zeit auch vorbei. Ist das jetzt für dich auch so ein bisschen heilsam, das so auf so eine positive Weise so wieder reinzunehmen ins Leben? Es ist interessant, weil ich es mir wirklich nie hätte vorstellen können. Und es gab über die Jahre wirklich sehr lukrative Angebote aus Russland zum Beispiel. Die waren wahnsinnig dahinterher, als Blümchen-Auftritt. Inzwischen haben sie sich, glaube ich, eine eigene Blümchen geschaffen. Also ich habe gehört, in Russland gibt es eine Künstlerin, die mit meinen Liedern auftritt. Aber ach, tatsächlich, ja, okay. Zu weit weg kann man sich nicht drum kümmern. Ist okay. Ja. Möge es viel Spaß machen. Und für mich war das so weit weg und auch nicht machbar. Ich meine, ich kenne mich als Blümchen ja auch nur als 15-Jährige, deswegen habe ich nicht lange Zeit nicht gewusst, wie man das ins Heute holt. Aber durch 10 Jahre am Theater habe ich natürlich auch gelernt, einen Charakter zu bauen oder einfach zu sagen,
Abstand von mir selbst zu nehmen. Und als es dann 2019 irgendwie so aussah, dass ich dieses Angebot annehme, weil mein bester Freund, ich habe mit meinem besten Freund gesprochen darüber, dass ich ein wahnsinnig charmantes Angebot bekommen habe, und zwar in der Arena auf Schalke vor 60.000 Leuten, erstmal wieder Blümchen zu sein. Und dann habe ich gesagt, ist ja Quatsch, ne? Und dann hat Gerrit gesagt, nee, Jasmin, das halte ich eigentlich für eine gute Idee. Du würdest mir eine wahnsinnige Freude machen, weil mein bester Freund, den habe ich mit Mitte 20 kennengelernt, war Blümchen-Fan und der wollte zu einem Blümchen-Konzert und sein Opa ist gestorben und er konnte da nicht hinfahren. Und insofern war das eine Lücke. Er hatte einfach noch nie ein Blümchen-Konzert gesehen. Er fand das richtig, richtig doof. Und für ihn war es sofort klar, dass es eine gute Idee ist, wieder auf die Bühne zu gehen, weil er stellvertretend für viele sicherlich sich darüber Ja, freuen das würde. glaube ich. Ja. Ja. Und dann war das einfach eine Entscheidung, die irgendeine andere Wendung bekommen hat, weil ich dann sagte, okay, wenn Gerrit, mein lieber bester Freund, das gut finden würde, vielleicht ist es ja wirklich keine schlechte Idee. Und dann haben wir es anders gedacht. Und dann habe ich durch die Theaterjahre einfach gelernt, zu sagen so, okay, wenn Blümchen heute wieder in Aktion tritt, was soll die können? Wie soll die aussehen? Und was soll sie den Leuten irgendwie mitbringen? Und dann habe ich mir überlegt, es muss halt irgendwie, ja, es muss halt irgendwie ein bisschen so sein, als ob eine Superheldin aus den 90er Jahren Ja, wieder mit voller aus ihrem Power. Schneewittchenschlaf aufwacht und wieder da ist. Und deswegen habe ich halt auch so ein komisches, superheldenmäßiges Kostüm an, weil ich halt fand, dass es braucht es. Ja, das ist natürlich auch mit gewaltiger Kraft, wie du dann plötzlich wieder da bist. Ich hatte letzten Monat bei uns im Studio Mola Adebisi, der ist ja auch einer der Stars der 90er. Und der hat auch gesagt, dass ihm lange nicht klar war, ja, welchen Hype auch diese 90er-Partys, diese großen Festivals auslösen können. Dass er das auch erst ein bisschen unterschätzt hat und jetzt sieht, was da eigentlich auch an Möglichkeiten da ist und das natürlich ihm auch Spaß macht. Geht es dir auch so? Bist du auch überrascht von der Resonanz, die dann letztendlich dann doch in voller Kraft zurückgekommen ist? Super überrascht, denn ich habe quasi in meinem Theaterkeller das nicht mitbekommen. Es fing so an, dass meine Mailbox des Öfteren nachts von meinen Freunden zugegrölt wurde, weil die waren dann auf 90er-Partys und meine Freunde, klar, irgendwie ähnliches Alter, haben dann Mordspaß gehabt auf diesen Partys. Und wenn ein Lied von mir kam, haben sie mein Handy angerufen und bla. Ja, so ging das wahrscheinlich viele Jahre, ne? Ja, es ging eine ganze Weile und dann wurde es halt richtig massiv. Und dann habe ich schon gemerkt, die 90er sind irgendwie wieder ein Thema. Und als ich dann in das Universum eintauchte und eben Konzerte wieder gab, habe ich gemerkt, krass, da kommen 20.000 bis 25.000 Leute hin. 90s Kids wie ich. Und ich finde, ich habe noch mal eine besondere Verbindung zu den, zu den 90s Generation Kids, weil ich bin ja halt auch in dem Alter, ne? Also ich war ja einfach genauso alt wie Du alle warst anderen. Teenager, ja. Ich war auch Teenager, ich habe dieselben Erfahrungen gemacht, parallel zu allen anderen. Ganz lustig finde ich immer, wenn mir Leute sagen, ey, zu deinem Song habe ich das erste Mal geknutscht. Ich so, wie knutscht man denn zu 180 Beats per Minute? Was ist das für ein Kurs? Du Stell dir hattest das ja auch vor, was muss die das Zunge Glück. tun bei 180 Beats per Minute? Ding, 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 ding. Du hattest ja auch das Glück, dass du mehrere Songs hattest. Also du gehörst ja zu den Stars der 90er, wo ich glaube, die meisten Menschen, die damals auch Teenager waren, nicht nur Herz an Herz sagen, sondern direkt eine ganze Latte von Liedern. Wie war die Zeit für dich damals? Das nahm ja so gefühlt für viele Jahre gar kein Ende, dieser riesige Erfolg. Wie hast du das als Teenager erlebt und wie weit hat man dich auch so ein bisschen, ja, beschützt oder so ein bisschen auf dem Boden gehalten damals? War das überhaupt möglich? Ja, ich glaube, dadurch, dass ich so jung war, habe ich das auch nie wirklich so überbewertet und ernst genommen. Es war jetzt auch nicht so, dass es mein Traum war. Es ist sehr passiert und ich habe dann einfach viel Spaß gehabt. Es war gefühlt wie so eine verlängerte Klassenreise, wenn man mit seinen Vorbands und Tänzern auf Tournee gegangen ist. Man hat einfach viel Zeit für Quatsch machen gehabt. Natürlich gab es immer die Verabredung, wir machen das Konzert etc. Aber dazwischen haben wir einfach wirklich viel Spaß gehabt, eine gute Zeit gehabt. Und am Boden gehalten hat mich definitiv meine Familie, meine Mutter war dabei, mein Bruder war oft dabei und wir haben halt einfach irgendwie uns immer gewundert, was die wohl mit mir haben. Also mein Vater hat immer gesagt, Jasmin, ich verstehe das nicht, du bist so normal, weil es für meine Familie halt auch so ist. Ich bin für die ein ganz normales Mädchen gewesen und dann war ich für andere halt irgendwie wichtig geworden. Insofern gab es niemanden, der mir das Gefühl gehabt hat, dass sich irgendwas verändert hat im Verhältnis zu mir, außer dass ja, ich mehr unterwegs war und Konzerte gegeben habe. Wir haben das alle irgendwie relativ lässig genommen und das war auch gut. Ja,
Was mir auch auffällt, auch so in Vorbereitung jetzt auf das Interview, ich habe mir auch ein paar Interviews von damals angeguckt von dir aus den 90ern, aus den frühen 2000ern, und du warst im Vergleich zu vielen anderen Stars der Bravo auch immer recht ironisch und hast ja auch das Ganze immer so ein bisschen mit dem Augenzwinkern gesehen, wenn du interviewt wurdest. Das fand ich sehr modern, weil das war dann nicht so glatt und du hast eigentlich eher so das gesagt, was du wolltest, anstatt das, was man dir vorgibt zu sagen. Konntest du immer so ein bisschen mitentscheiden, wie die Karriere weitergeht? Ja, ich hatte das Gefühl, wir waren ein junges Team und natürlich wurde das auch professionell gemanagt, wir hatten auch eine Plattenfirma, aber irgendwie waren wir alle jung und zum ersten Mal erfolgreich. Und das hat vielleicht auch ein bisschen die Magie ausgemacht. Ich habe mich lange nicht dafür interessiert. Ich meine, ich war wirklich einfach nur ein Teenager, wie das so funktioniert, sondern die haben gesagt, jetzt kommt ein neues Lied und ich so, cool, jetzt drehen wir Videos, so cool. Und dann haben sie, also ich habe halt irgendwie. Hab damit so geflowt. Ich habe das einfach alles nicht wahnsinnig ernst genommen. Und wie ich die Interviews gegeben habe, das war halt ich. Mir hat halt niemand gesagt, wie ich reden soll. Es gab in dem Sinne kein Coaching, Interviewtraining. Wenn ich manchmal so alte Videos sehe, denke ich so, boah, wie niedlich, weil ich halt auch so, es gibt so Interviews, wo ich sage, so, ich kuschel halt voll noch gerne mit meiner Mama, das ist mir auch total wichtig, halt, was man so sagt mit 15. Ich nehme an, ein Kompliment, was du jetzt wahrscheinlich beim Comeback oft bekommst von Leuten, die sagen, du hast dich überhaupt nicht verändert, oder? Also so, du bist ja sehr jung geblieben. Und bist natürlich auch noch jung, du bist, hast ja sehr früh angefangen, aber das gibt, glaube ich, uns allen immer so das Gefühl, okay, die Jasmin ist noch da, die steht noch auf der Bühne. Das macht, glaube ich, auch allen ein bisschen Mut, oder? Das wäre schön, also es würde mich natürlich total freuen. Wie ich aussehe, finde ich, gut, das ist natürlich für mich normal, ich kenne mich ja nicht anders, aber ich kriege natürlich manchmal das Feedback, dass Leute überrascht sind. So vor einiger Zeit kam jemand zu mir und meinte, ha, ich dachte, du bist Blümchen Jasmin Wagner, aber das kannst du ja nicht sein, die ist ja viel älter. So, ich weiß nicht genau, warum das bei mir so ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Ich kann ja nicht sagen, dass es gut läuft mit dem Altern, aber ich bin auch überrascht, dass ich mit meinen 41 auch irgendwie noch tatsächlich noch bauchfrei rumlaufen kann. Ich meine, Ja, das man glaube ich kann auch halt sagen, keiner. muss das sein mit 41, aber es geht halt wirklich. Hast du eigentlich noch besondere Erinnerungsstücke von damals, aus dieser großen Zeit der 90er oder irgendwelche Fotos mit Superstars oder Sachen, wo du sagst, die habe ich auch über all die Jahre immer in Ehren gehalten? Gibt es da besondere Erinnerungen? Bin so ein bisschen komisch. Ich habe einfach nicht wahnsinnig gern Sachen. Und ich kapiere leider manchmal im Moment, wo etwas passiert, wie besonders, also kapiere ich nicht, wie besonders das gerade ist. Insofern, klar, hätte ich, als ich Michael Jackson persönlich getroffen habe, ein Foto machen müssen. Natürlich hätte ich Ja, das aus machen müssen. heutiger Aber in Sicht dem wäre Moment das gut war es so, oh, gewesen, ja. hi, Michael Jackson, coole Show und so, Pam. Insofern ist es einfach irgendwie ne, eine Erinnerung, leider kein Foto. Und ich habe wenig so einen Sammlerdrang. Also tendenziell hätte ich einfach viel aufbewahren müssen, aber das ist mir einfach nicht gegeben. Ich denke dann so, Backstage-Pass, Müll, Oh weg. ja, Ja. Also Aber bist was du. ich natürlich habe, sind die Preise, die ich gewonnen habe, die gibt man natürlich nicht weg. Also als es ein Echo noch gab, also ein Echo und die, also Bravo Otto ist auch was richtig Tolles, da bin ich auch froh drum. Ja, die Bravo war damals auch so, dass, also das habe ich auch zu Mola gesagt, das war so unser Internet, was wir damals hatten. Man hatte ja nichts anderes. Man hat die Bravo aufgeschlagen, da war so Pop Rocky, es gab verschiedene Zeitungen dazu, aber die Bravo war so das Nummer eins Informationsmedium. Da warst du ja auch permanent vertreten über all die Jahre. Das gab ja gar keinen, also für mich gab es keine Bravo ohne dich. Bei uns gab es Manuela in der Klasse, die hat die gekauft, die hat also Geld ausgegeben und dann haben wir sie alle gelesen während des Unterrichts. Also es gab natürlich dann auch irgendwie, also es ist interessant, wenn ein Heft ja quasi so eine Auflage hat, kann man das bestimmt noch mal 10 rechnen, weil eine Bravo einfach durch viele Hände ging. Stimmt, ja. Und wir haben die Poster gehandelt und zum Teil, wenn ich Poster hatte, dann habe ich die gesammelt und dann habe ich die verkauft an meine Klassenkameraden. Das ist schon irgendwie wirklich spannend. Ja, es war halt das war halt die Informationsquelle für Aufklärung, etwas über die Stars wissen. Das war das Ding. Du hast recht, das war unser Internet. Aber es war halt kuratiert von, ja, von einer Handvoll Erwachsenen. Und das ist irgendwie spannend, dass wir jetzt natürlich irgendwie dafür sorgen können, dass wir
alles, was wir haben, in unser Handy packen. Und wenn Leute damit sagen, wie viele Leute waren verliebt in Blümchen, dann hat es natürlich auch damit zu tun, es gab, das Angebot war nicht so groß. Ne? Also heute, wenn du ein blondes Mädchen magst, dann kannst du dir 120 blonde Mädchen im Internet finden das und stimmt, denen folgen. Ja. Und ihr musstet leider nur mich angucken. Ja. Ihr hattet ja nur mich. Hat auch funktioniert. Hat auch das, funktioniert. Das ist richtig. Und du hast auch wahnsinnig viele, wie ich eben schon gesagt habe, Songs gehabt und auch sehr viele Alben. Gibt es auch so Lieblingssongs, wo du sagst, das waren so deine persönlichen Highlights, aber die haben es jetzt nicht als Single rausgeschafft oder so? Ja, viele. Also ich habe auch jetzt immer wieder mal so mir Blümchen-Sessions gegeben und habe gedacht, so bei Liedern, die ich auch lange nicht gehört habe, irgendwie ja. Singles waren so mega. Also ich liebe sehr U-Bahn ins Paradies. U-Bahn ins Paradies, U-Bahn zu dir. Das ist halt so ein ganz hübscher Song, der ganz andere Beats hat und sagt halt, du wohnst am anderen Ende der Stadt. Und ich darf nicht zu dir, hat meine Mutter gesagt. Also halt Teenager-Dramatik. Aber das war ja, ich erinnere mich, ich war auch mal verknallt in jemanden aus Lurup. Und Lurup ist wirklich das ganz andere Ende von Hamburg als Jenfeld. Und es war anstrengend, da zweimal umzusteigen mit der Bahn und dann noch einen Bus zu nehmen oder zwei Busse, um dahin ja, zu. Ja, klar, natürlich. Ja. Was ich auch sehr. Es gibt so ein Lied, das heißt sehnsucht@herz.de, da mag ich die Melodie sehr gerne. Engel der Nacht ist eigentlich auch schon Schlager gewesen, aber mit den Techno-Beats hat man das immer ganz gut versteckt. Und man hat ja auch die Stimme immer wahnsinnig gepitcht. Das war ja auch so ein ja. Phänomen der 90er bei fast allen Stars. Jetzt kann man bei dir oft im Internet immer noch dazu lesen, Mensch, die hat gar nicht echt gesungen, das war eigentlich jemand anderes. Wie oft bist du damit schon konfrontiert worden? Ja, es war etwas, was ich nie ganz verstanden habe tatsächlich, weil weil ich wusste ja, wie wir gearbeitet haben und dann war es so, warum ruht das nicht? Und auch heute lese ich immer noch in den Kommentaren, es bleibt halt so irgendwie so ein unausrottbarer, es ist irgendwie so eine komische Tatsache für viele Leute und keiner weiß, kann es natürlich wissen, aber sie haben es irgendwo gelesen und plappern es nach und lassen es einfach irgendwie nicht gut sein. Aber klar hat mich das irgendwie als Teenager voll gewurmt und auch gehemmt, aber umso wichtiger ist es für mich gewesen, 10 Jahre am Theater zu sein, meine ganzen Hauptrollen zu spielen, zu singen, egal in welchen Stücken. Das macht einen einfach unabhängig davon. Also es ist halt nicht wichtig. Meinetwegen ist das für einige Leute eine Wahrheit, ist es eben nicht meine. Wie schwer ist dir der Abschied von Blümchen dann irgendwann gefallen? War das eher so ein Abschütteln oder ein trauriges Verabschieden? Oder war es nee, eine logische war voll Konsequenz? Super. War voll super, weil ich hatte ja seit ich von 15 bis 21 hatte ich kaum was anderes gemacht. Also es war halt irgendwie, das hat alles bestimmt. Ich habe schon auch mal, kann mich gar nicht in der Zeit an nennenswerte Urlaub erinnern. Und ich glaube, ich habe mal so hier eine Reise und da so gemacht. Aber mein Bedürfnis, mal wochenlang so einen Backpacking-Urlaub zu machen, wie alle meine Freunde, oder einfach mal mich zu fragen, huch, das war jetzt echt ein ganz lustiger Ausflug oder was das Schicksal da mit mir vorhatte, krass. Aber selbst herauszufinden, wo geht mein Weg in Zukunft lang, das war wichtig, den Abstand zu haben. Insgesamt hatte sich das die Stimmung ja auch so ein bisschen so verändert. Das Produzententeam war so, glaube ich, ein bisschen erschöpft, weil wir wirklich jedes Jahr irgendwas Neues gemacht haben. Also alle haben ja 5 Jahre so durchgeackert und alle waren so ein bisschen erschöpft und offen und irgendwie da gab es gerade an dem Zeitpunkt keine krassen neuen Ideen. Man wusste einfach gerade nicht, wo es hin soll und dann war eine Pause gut und diese Pause war dann quasi für immer. Und jeder hat sich jetzt quasi auch anders entwickelt von unserem Team. Wir sind sporadisch alle im Kontakt und ich glaube, alle sind happy. Wir haben einfach was sehr, sehr Besonderes erlebt. Und mir wird es jetzt erst so mit sehr viel Abstand bewusst, wie besonders das war. Ich meine, ich könnte wirklich heulen, wenn ich Blümchenkonzerte gebe, weil es einfach zeigt, dass das so nachhaltig auch ist. Ne? Als ich Blümchen war, habe ich ja Lieder gesungen und das fanden viele Leute blöd und einige mochten das halt. Ich hatte das Gefühl, es hat eben krass polarisiert. Aber das war eben auch, es ist Teil meiner Lebensgeschichte. Es ist halt, das sind ganz viele Jahre meiner Jugend, die ich da reingegeben habe. Und wenn man da jetzt heute steht und merkt, die Generation, der war das total wichtig, die hat es total geinfluenced, die
Die haben sich mit mir verbunden, die haben sich mit mir identifiziert, die haben mich als Vorbild gehabt. Einige, natürlich nicht jeder, aber sie haben diese Lieder als, ja, als musikalische Säulen ihrer Jugend quasi verinnerlicht. Das ist total groß. So. Und mir war nicht bewusst, dass das nachhaltig sein könnte. Und das jetzt zu Das lernen, ist irre schön. kriegst du jetzt auch erst durch das Internet, was es ja in den 90ern sehr sporadisch nur gab, jetzt auch viel geballter erst mit, ne? Weil das jetzt viel nachhaltiger bei dir und auch unmittelbar bei dir ankommt, denke ich mal, ne? Genau, und dann habe ich verstanden, dass es für viele Leute schwer war, mir zu sagen, wie toll sie Blümchen fanden, weil ich eben viele Jahre allen das Gefühl gegeben habe, es ist nicht okay, mit mir darüber zu reden. Und jetzt, wo es dann so ist, kriege ich auch richtig viele schöne Geschichten erzählt, ne? Einfach ganz persönliche Geschichten, wie sie mich oder die Musik erlebt haben. Und das ist so ein Schatz. Insofern bin ich wahnsinnig froh, dass dieser Theaterregisseur so ein Penner zu mir war, denn ohne den hätte ich wahrscheinlich nicht das Gefühl gehabt, ich muss was ändern. Ja, das habe ich natürlich auch gelesen. Da gibt es ja auch so ein paar Schlagzeilen dazu, dass ihr da so ein bisschen im Streit auseinandergegangen seid. Kannst du da einmal deine Sicht erzählen? Weil du hast ja in der Tat viel Theater gespielt. Wir hatten auch schon vor ein paar Jahren mal versucht, ein Interview mit dir zu bekommen. Ich meine, dann hieß auch, ja, die spielt hier, die spielt da. Du warst ja gut beschäftigt als Schauspielerin. Ja, sehr gut. Was ist da schiefgegangen am Ende? Ich glaube, mittlerweile habe ich erfahren, dass dieser Regisseur in jeder Produktion jemanden einfach auf dem Kieker hat. Der holt sich offensichtlich Kraft daraus, sich mit jemandem so, ja, so in so einen Prozess zu gehen, wo man einfach ja, so ringen muss und wo es einfach unangenehm wird. Wenn jemand dir jeden Tag irgendwie richtig auf den Wecker geht und alles schrecklich findet, was du tust, dann ist das auf Dauer einfach, also ich meine, nach 2 Wochen hat man einfach, ist man einfach am Ende seines Lateins. Was soll ich denn noch tun? Und ich habe das damals, und das tun, glaube ich, viele Leute, wenn ihnen etwas Unangenehmes passiert, ich habe es total persönlich genommen. Ich dachte, oh krass, er hat jetzt rausgefunden, dass ich nichts drauf habe. Irgendwie offensichtlich habe ich mich hier 9 Jahre am Theater durchgemogelt und er hat das jetzt rausgefunden, weil er mir das Gefühl gegeben hat. Inzwischen weiß ich, dass der sich in jeder Produktion 1 bis 2 Menschen sucht. Und es sind meistens Frauen. Also muss man sich natürlich fragen, irgendwie, was ist eigentlich sein Thema? Ich habe nur gewusst, ich möchte sowas nicht nochmal erleben. Und ich habe auch jetzt in 10 Jahren wirklich so viele coole Rollen gespielt. Ich habe in alle Genres reingearbeitet, von klassisch bis zeitgenössisch, habe bei Uraufführungen mitgewirkt. Ich war wirklich reich beschenkt worden in meinen Theaterjahren und hatte das Gefühl, ab jetzt könnten sich die Dinge wahrscheinlich nur wiederholen. Und mich hat am Theater immer das gereizt, dass ich ja auch immer irgendwie herausfinden musste, ob ich dieses nächste Level packe. Und ich hatte das Gefühl, es ist wirklich ein guter Moment, um zu gehen. So. Der Regisseur und ich haben eigentlich wir sind ganz ordentlich auseinander. Der hat halt in den Proben halt diese Verhaltensweisen an den Tag gelegt. Und dann halt kurz vor der Premiere so sich dann quasi geäußert und so, ja, war manchmal nicht einfach, aber jetzt haben wir eine dufte Premiere gemacht. Dann hat er das halt so weggewischt. Aber ich hatte auch lange Zeit kein Bewusstsein dafür, dass das halt einfach nicht okay war. Ich dachte halt, ja, das war jetzt so und ich habe mich behauptet und ich habe meinen Weg Hast dadurch. Ich bin durchgehalten. durch die Krise gegangen. Ich habe mich ab irgendeinem Punkt auch behauptet. Ich habe Gegenwind gegeben. Trotzdem ist es nicht schön. Du möchtest ja nicht gegen etwas gehen. Du möchtest ja miteinander arbeiten. Eine gute, wertvolle Erfahrung, aber tendenziell glaube ich, wenn der weiter inszeniert wird, wird es immer weiter so laufen. Und ich habe halt mit Kolleginnen gesprochen, die ich wahnsinnig respektiere, die in ganz klassischen Theaterweg gegangen sind. Und die haben das mitunter auch mit dem erlebt. Es ist halt einfach so, wie der halt arbeitet. Und das ist tendenziell nicht okay, aber es wird offensichtlich geduldet in dieser Welt. Also hält er die Leute klein und profiliert sich so ein bisschen darüber, kann man das so sagen? Das ist halt Machtmissbrauch und tatsächlich auch Frauenhass. Und das äußert sich halt irgendwie da. Und man ist ja in dieser Situation, ist man, wie soll ich sagen, er ist natürlich der Chef und man will ja auch irgendwie zusammenarbeiten, aber er hat natürlich die Regie über die künstlerische Vision. Und es ist nicht so, dass ich da saß und irgendwie am Ende war, sondern ich habe gegengehalten. Aber
Das ist keine Arbeitsatmosphäre, die ich mir wünsche. Nee, das gibt es aber auch in vielen anderen Branchen, auch in Bürojobs und so weiter, dass die menschliche Kompetenz bei manchen Führungspositionen einfach fehlt, ne? Und dass sie das in anderer Weise dann ausleben und viele, viele Menschen sicherlich nicht die Kraft haben, dann sich dagegen zu stemmen, sondern dann eigentlich ja für ihren Job kämpfen, der ihnen eigentlich keine Freude bringt, weil sie dann eine gewisse Abhängigkeit haben, ne? Das ist Ja, schwierig. und das ist natürlich am Theater, ich meine, ich konnte halt sagen, okay, das sind 6 Wochen, dann ist der Regisseur Ciao Kakao und dann kann ich Genau. das wieder an mich nehmen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass sowas, so eine Art von Klima herrscht und du bist in einer Firma und du kommst da jahrelang nicht raus, das macht Menschen kaputt. Ja. Fühle ich sehr mit. Aber es ist interessant, dass das auch dann für dich so eine Initialzündung war, zu sagen, ja, wisst ihr was, ich höre den ganzen Tag, jedes Wochenende, wie sehr mich die Leute als Blümchen gemocht haben. Ich probiere das einfach nochmal. War das schwer, das wieder dann aufzugreifen? Es gab doch auch einmal vor, wann war das, 2010 oder so, den Moment, wo du nochmal kurz in die Charts gegangen bist, damals durch DSDS mit Ja. Bumerang. Das war ja auch schon eigentlich so ein kleiner Seitenhieb von den Fans, oder? Das fand ich spektakulär und das zeigt halt, wie viel Kraft oder wie viel Power wir haben, wenn wir uns wirklich vernetzen und auf ein Ja. Thema. So, das ist richtig, richtig spannend. Aber auch gefährlich, ne? Es gibt ja auch die dunkle Seite davon. Ja. Aber war Das das war denn schwer für kurios, dich ja. jetzt als Blümchen wieder an den Start zu gehen, dich da wieder raus zu pellen? Also, ich denke halt viel immer darüber nach, was, also ich denke, also all diese Sachen haben ja immer mit, also genau, Scheitern und Erfolg liegen da ja irgendwie quasi nah beieinander und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, was passiert, wenn ich auf der Bühne stehe und hatte natürlich dann, also ich glaube, ich kann ganz oft sagen, so, ja, coole Idee, Gerrit hat gesagt, das ist eine gute Idee, das machen wir jetzt. Und dann kann ich das auch so umhalten und sagen, gute Idee, immer noch gute Idee. Und quasi einen Abend vorher habe ich gedacht, was, wenn es keine gute Idee war? Was, wenn das einfach eine Ja. schlechte Idee war? Und ich war zusätzlich noch alleine in diesem wenig schönen Hotel neben der Schalke Arena. Also eine Nacht vorher bin ich angereist, damit ich halt irgendwie Ruhe habe. Und dann war ich in diesem Hotelzimmer und war ganz alleine und also habe eine Badewanne genommen und hab dann erstmal richtig geheult, weil ich dachte so, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und man braucht aber, glaube ich, immer so ein bisschen so einen kleinen ne, so Tiefpunkt und dann kann man sich dann wieder zusammensetzen und aufbauen. Und dann kamen meine Leute an meine Crew und dann habe ich schon gehört, wie in der Arena die Musik anging, irgendwann am Vormittag und habe Leute mit Krönen gehört und dachte so, wow, es passiert jetzt was ganz Wichtiges in deinem Leben. Are you ready? Und als ich dann auf die Bühne ging, ich hätte fast nicht selbst singen müssen, weil die 60.000 Leute haben aus voller Seele gesungen. Das war so irre schön und ich musste richtig mit mir kämpfen, dass ich dann nicht irgendwie die ganze Zeit heule und nicht performen kann, weil mich das so gerührt hat. Das war richtig, richtig krass. Das kann man sich halt auch gar nicht vorstellen, aber stell dir das vor, 60.000 Leute singen Lieder, die du seit 1.000 Jahren selbst nicht gehört hast. Das ist unglaublich. Ja, und die du ja auch irgendwo bewusst abgelegt hast. Du hast ja auch gesagt, ich will jetzt was anderes machen, das ist Vergangenheit gewesen. Du hast dich ja nie davon distanziert, aber hast ja schon gesagt, ich bin jetzt nicht mehr Blümchen, sondern Jasmin Wagner. Und dann kommt das so geballt mit so einer großen Welle der Liebe zurück. Ich glaube, denke, das hat einen großen Heilungsprozess für einen selber, dass man sagt, ja, eigentlich ist das jetzt eine runde Sache plötzlich, ne? Ja, es war wirklich umwerfend, tatsächlich, einfach umwerfend. Ja. Ja. Jetzt gibt es eine neue Single. Gold, ganz, ganz großer Ohrwurm, den du da rausgebracht hast. Kann ich da jetzt nach ein paar Tagen verraten. Man kriegt es nicht mehr raus. Wie ist dieser Song entstanden? Der ja schon so ein, also schon was Blümchenhaftes hat, aber auch sehr in den modernen Schlager, Popschlager geht. Wie zufrieden bist du mit dem Lied und wie kam es dazu? Ich liebe mein Album sehr. Das ganze Album heißt ja Von Herzen und kommt am 23. Juli raus. Und Gold war das erste Lied, das mein Produzent und ich zusammengeschrieben haben. Musiksessions, die funktionieren ja so, völlig fremde Menschen treffen aufeinander, um Lieder zu schreiben. Und ich hatte diese Idee von Gold schon im Kopf. Gold, Herz aus Gold. Dann immer schon gewollt. Das sind ja so Sachen, die dann so zufliegen. Man puzzelt dann dazu, dass man Ja. puzzelt da so ein bisschen drin, aber rein. Aber für alle meine, also ich bin ja eine
Ich schreibe ja schon sehr lange Songs, ich schreibe auch für andere Künstler Songs, aber für mich habe ich ganz klar auch mir vorgestellt, ich möchte Songs haben, die einen Moment beschreiben und ein Gefühl beschreiben und irgendwie so ein quasi Leitmotiv haben. Und ich möchte keine Songs, die eine ganze Geschichte erzählen. Also Max Giesinger hat zum Beispiel wunderschöne Songs, in denen ja wirklich ganze Geschichten erzählt werden. Ich wollte so wenig wie möglich mit so viel, also so viel wie möglich mit so wenig Worten wie möglich irgendwie so ausdrücken. Und trotzdem irgendwie, ich möchte, dass Leute dann auch irgendwie ihre Gedanken dazu finden können oder mir sagen, was sie dazu im Kopf haben, wenn sie die Lieder hören. Das kann ja was ganz anderes sein, als ich wollte. Und bei Gold, es war so, ja, es war halt Mitte Pandemie, als das so anfing. Also mein Leben hat sich ja komplett, mein Leben ist komplett zusammengekracht und ich wollte jetzt irgendwie, hatte Bock auf schöne Sachen. Also war ja alles dramatisch gerade genug bei mir. Ich wollte schöne Sachen machen und Helene Fischer hat Songs gesucht und ich dachte mir, oh, wenn man für Helene Fischer einen Song schreibt, dann habe ich gesagt, Helene Fischer ist Gold. So, und das war so der erste, das war so Ach, der. tatsächlich, das war der Ursprung, das ist ja witzig. Nee, das hatte mich motiviert, weil ich brauchte irgendwas, was mich motiviert, weil ich war ja wirklich an so einem, mir geht schlecht. Und dann war aber ganz schnell auch klar, dass ich nicht mehr an Helene denke, sondern irgendwie an mich, dass das irgendwie eventuell einfach mein Song sein sollte und habe daran gearbeitet. Und mein Produzent Thomas Porzig ist auch ein 90s-Kid, aber ist eher ein Punker. Aber Punker hat ein Blümchen gehört, das war okay. Und insofern haben wir uns ganz schnell auch darauf geeinigt, dass wir definitiv diese 90s-Synthie-Sounds geil finden und auch etablieren wollen. Und ich wollte Musik schaffen, die, ja, wenn ich auf der Bühne stehe, möchte ich dazu tanzen und ich möchte bewegt werden und ich möchte diese Beats hören. Das war beim Free ESC jetzt auch so. Ich habe diese Halle und dann kamen diese Beats richtig laut. Ich habe ja das Lied auch noch nicht in richtig Bums laut hören können. Und es hat halt alle bewegt, weil diese Beats und auch die Melodie einen so mitnimmt. Und auf den Fluren haben auch alle diesen Ohrwurm im Kopf gehabt. Und ich habe das überall wurde Gold gepfiffen. Das war ziemlich toll. Hat richtig Spaß Ja. gemacht. Insofern hat sich Gold eigentlich in 2 Stunden geschrieben. Das ging ganz schnell. Ach so. Und das Album, das hast du jetzt eben schon angekündigt, kommt dann hinterher. Ich nehme an, dass man das dann auch sofort bei Spotify und so weiter hören kann. Kann man auch vorstellen sogar. Es ist interessant, weil damals in den 90ern etwas ist rausgekommen, die Leute mussten losgehen und CDs kaufen und dann wusstest du erst was. Ne? Heute wissen wir ja schon lange, also ich meine, ich werde schon vor Album-Release wissen, wie viele Leute das sich vorgestellt haben. Das ist Das schon stimmt. spannend. Ja. Und man kann als Fan natürlich auch sich erstmal alles in Ruhe anhören und dann überlegen, ob man das nochmal kauft oder nicht. Auch komisch, ja. Ja, Obwohl, das hätte man damals damals nie gab es, gedacht, ne? in Hamburg gab es World of Music, WOM, und da gab es auch so Stimmt. Hörstationen. Da konnte ich eine CD auch durchhören am Anfang. Ja. Mit so Kopfhörern, wo schon 30.000 andere Leute dran Ja, waren. Ja, ohne genau. Desinfektionsmittel. Und ich habe gesehen, das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, muss ich zugeben. Du hast auch vor kurzem mit David Hasselhoff einen Song gemacht. Ja. Habe ich mir auch You bei made dir auf the YouTube. summer go away. You made the summer go away too soon. Und das war richtig krass, weil David Hasselhoff war quasi mein Childhood Hero. Ja, Auf diesem besagten ersten Blümchen-Gig ist er auch aufgetreten und all meine Freunde, und das war so süß, wirklich ganz viele meiner Freunde sind da hingepilgert, um dabei zu sein. Aber auch, weil sie Oli P. sehen wollten und so. Der Die ja waren auch die natürlich auch verliebt 90er in den. feiert, ne? Der Ja. Oli P, der ist ja auch richtig auf diesem 90er-Hype mit drauf. Volle Lotte. Aber da Mit hast du recht. vielen Natürlich, anderen. ich habe das zeichnet mich natürlich aus. Tendenziell kann ich 3 Stunden Konzerte geben mit meinen Songs und die Ja. meisten haben weniger Hits, ja. Ja, total. Und da habe ich David Hasselhoff kennengelernt, weil meine Freunde mich quasi gezwungen haben, zu ihm in die Garderobe zu gehen, weil alle wollten ein Foto von David. Und dann habe ich so geklopft in meinem komischen roten Blitzanzug und dann hat dann, komm in! Er redet ja so, komm in! Und ich so, hi! Und er so, who are you? Ich so, ja, Blümchen, Blumi! Was für ein Name ist das, hat er gesagt. Und ich so, ja, also Jasmin auch, also ich bin hier gerade aufgetreten, kann ich jetzt einmal ein Foto mit dir machen? Und er so, we should do a song together. Und ich so, okay, David Hasselhoff, klar, alles was du willst. Aber kann ich jetzt ein Foto haben? Und können meine Freunde auch ein Foto machen? Und dann hat David Hasselhoff mich auf Instagram angeschrieben und gesagt, ey, wir müssen ein Lied zusammen machen. Und ich nur so,
Okay, machen wir, David Hasselhoff. Und dann bin ich mit dem halt ins Studio und hab ihn auf Europatournee begleitet. Ach, mega. Richtig tolle Erfahrung. Richtig cooler Typ. Krass, krass, auch dass er selber dann das so forciert. Eben. Also, wenn David sich was in den Kopf setzt, dann macht er das auch. Der arbeitet übrigens auch gerade an neuer Musik. Gibt es eigentlich in der ganzen Karriere von damals bis heute Sachen, wo du sagst, die hätte ich besser nicht gemacht damals? Zum Beispiel Mini-Playback-Show moderiert oder irgendwelche anderen Geschichten, wo du sagst, ja, das war jetzt eigentlich nicht so eine gute Idee? Naja, ich war großer Mini-Playback-Show-Fan. Insofern fand ich das richtig gut, das zu moderieren. Jetzt so im Nachhinein kann ich das natürlich so bewerten, wie man das so als Probe bewertet. Die Sendung war am Abebben und sie haben halt versucht, mit einer neuen, jüngeren Moderatorin nochmal neuen frischen Wind reinzugehen. Also ich hab quasi so ein sinkendes Schiff übernommen und konnte das Ruder jetzt nicht mehr rumreißen. Aber geile Erfahrung war das trotzdem. Ich meine, ich war in diesem Mini-Playback-Show-Studio und ich habe mich. Und deswegen kann man es wirklich nicht als Fehler sehen für mich. Ich habe mich als Kind mit meiner Freundin Anna zweimal bei der Mini-Playback-Show beworben und die Penner haben uns halt nicht genommen. Insofern war es schön, dass mir das Schicksal dann die Moderation dieser Sendung irgendwie gegeben hat. Und ich hatte ja damals auch genug andere Jobs. Also das war für mich überhaupt nicht dramatisch. Indeed, Scheitern gehört halt mal dazu. Manchmal wird man halt Letzte bei einem Musikwettbewerb. So ist das dann halt. Ja, das wäre eigentlich der richtige Eurovision Song Contest auch was für dich? Das Würdest du wäre sagen? ein Traum. Ja, echt? Ja, das wäre total ein Traum, weil es einfach noch richtig großes Fernsehen ist und mich natürlich dann verbinden würde mit diesen unglaublichen TV-Momenten, die ich ja auch gemacht habe. Also ich habe diverse Male mit Freunden halt den Eurovision Song Contest geschaut und es macht einfach total Laune, wenn man da wirklich am Ball bleibt und den Humor der verschiedenen Länder dann so irgendwie mitbekommt oder gerührt wird. Also weil es wirklich so eine Überraschungsbox ist. Wenn man sich da hinsetzt, weiß man ja nicht, welche Lieder man hören würde. Und das ist cool. Klar, das ist eben noch so was also irgendwie Fernsehtradition. Ich meine, Fernsehen verändert sich so rasant, wer weiß, ob wir überhaupt noch Fernsehen irgendwie so in nahbarer Zeit. Ja, ist richtig, ja. Viele Leute schauen ja schon jetzt kein Fernsehen mehr, ne? Ja. Sondern haben halt irgendwie einfach Netflix, wissen alles von Netflix, so. Ist auch schwieriger für Musikkünstler, so ein bisschen sich breiter aufzustellen. Man muss sehr viel selbstständig machen, aber kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass man in vielen Fernsehsendungen eingeladen wird und das von selber sich promotet, ne? Genau, und dann, wer guckt diese Fernsehsendung? Das ist das Ja. andere, ne? Also ich glaube, Ja. für mich ist es immer noch eine gute Sache, im Fernsehen zu sein, weil meine Generation Fernsehen guckt. Aber wenn ich ja sage, ich möchte irgendwie die 20-Jährigen erreichen, dann ist Fernsehen wahrscheinlich also nicht mehr die letzte Variante. Dann muss ich auf Twitch gehen und das überfordert mich nur Stimmt. noch digital. Aber ich lerne dazu. Ich meine, ich bin ja quasi ein bisschen auch ein Dinosaurier und Musik promoten funktioniert jetzt ganz anders. Und ich muss ja eine ganz neue, auf eine Art und Weise muss ich eine neue Sprache lernen. Ne? Also mich auf Instagram so zu zeigen, ist schwer gewesen am Anfang, weil in den 90ern haben wir versucht, alles privat zu halten. Also eine Home Story etc. Gott bewahre so. Und jetzt quasi mache ich alles aus meiner Wohnung heraus. Und das ist total okay, aber es braucht eine Weile, bis man sich daran gewöhnt hat. Oder auch irgendwie, ich finde TikTok total cool, aber ich kann einfach nicht so gut tanzen wie die anderen da. Und muss natürlich mir überlegen, was kann ich denn da irgendwie Entertaining anbieten. Ich bin jetzt zu Wettessen übergegangen. Ich mache jetzt Wettessen mit Freunden oder Kollegen. Aha, okay. Also du Das versuchst auch kann ich gut. schon Das kann ich besser als da. Fashion. Das kann ich kaum glauben, dass du viel essen kannst. Ja, ich bin ein wahnsinniger Vielfraß. Ich habe auch mal die meisten Wettessen gewonnen. Also ich habe bis auf die Ma Pizza Margherita mit meinem Kollegen von Comedy Central, ich habe Comedy Central gedreht, der hat mich geschlagen, das war der Einzige. Ansonsten habe ich Tüte Chips, alles weggemampft und schnell, innerhalb von wenigen Minuten. Okay. Also Also findet man wenn dich wir jetzt auch. ein Live-Interview machen würden, würde ich auch sagen, wir müssen irgendwas wettessen. Ja, dann Also hätte ich ein auch Essen. eine, hätte ich dir eine Pizza bestellen müssen oder wenigstens Nee, fünf oder das so. ist schon erledigt. Wir müssten uns was Neues finden. Ach so. Also. Ja. Wie wird das denn jetzt künftig aussehen, wenn du auftrittst? Gibt es dann alte Lieder und neue Lieder? Bist du jetzt dazu übergegangen, einen bunten Misch zu machen, um alle abzuholen? Oder Gut, willst du also langfristig nur eine Richtung gehen? was halt, ich habe jetzt natürlich noch ganz viele Blümchenkonzerte zu geben, die noch nicht gegeben worden sind. Das sind ja dann quasi Konzerte von 2 Jahren. Das sind viele. Die sind also schon verabredet, sozusagen.
die sind verabredet und die haben halt auch Gültigkeit und irgendwie sind Ja. alle geben sich Mühe, dass es dann halt passiert. Also es wird, glaube ich, also wenn es wieder alles losgeht, spannend. Und dann würde ich natürlich irgendwie Gold nochmal so mit ein paar mehr Beats versehen und dann auch da singen. Dann würde ich das integrieren. Im Moment, Jasmin Wagner hat ja quasi erst begonnen, insofern haben wir Ja. da noch nicht über Tourneen etc. nachgedacht. Wir freuen uns darüber, dass Gold halt stetig irgendwie ein Thema ist. Auch nach dem Free ESC ist es nochmal total in den Charts hochgegangen. Und Das das merkt man dann schon noch, ne? Also wenn so ein Live-Fernseh-Event da ist, das kriegt man dann am nächsten Tag schon noch mit. Ja, Das. das ist halt super spannend. Man kann halt gleich gucken, sowas alles. Hat nicht für alle gut geklappt, aber für mich oder auch Satiria, die hat auch irgendwie einen guten Sprung gemacht. Das war toll. Vielleicht auch, weil irgendwie die Leute sich mit uns mehr verbinden können oder Ja. uns, who knows. Und jetzt kommt ja dann die zweite Single und dann das Album am 23. Juli. Und das sind erstmal so die Schritte. So, ich glaube, dass genauso wie ich meine, ich habe ja ein wahnsinnig großes Bedürfnis, endlich mal wieder auf ein Festival zu gehen und zu tanzen und in Clubs und alles. Das will ich ja auch Ja, alles machen. ja, Und so ja. wird es auch allen gehen, die 90s feiern. Also ich glaube, wir werden alle, hoffentlich überleben wir das, weil wir alle so viel nachzuholen haben. Okay, viel, viel Spaß dabei, viel Erfolg, ja, dass wir Blümchen jetzt noch lange genießen können weiterhin. Und was ich wirklich ganz toll finde, dein YouTube-Kanal ist so zur Vorbereitung, auch zum Einstimmen so wieder in diese Zeit sehr, sehr gut, weil ihr einfach alle Songs da reingestellt habt. Auch die Songs, die man so gar nicht so kennt, wenn man nur die Singles gekauft hat damals. Also ihr habt das wirklich ganz breit aufgestellt, um richtig zu zeigen, dass die Marke viel noch stärker war und viel mehr hatte als die Erinnerungen, die man selber hat. Das fand ich sehr, sehr cool. Cool, danke für das Vielen, Feedback. vielen Dank, alles Gute für dich, ja? Bis bald. Okay, für dich auch. Tschüss. Tschüss.